Also, nochmal das Ganze. Wir gehen jetzt einfach dahin zurück. Nein, wir wollen die Höhle nicht verlassen. Wir gehen jetzt zu dem Weg nach oben, den wir letztes Mal nicht gegangen sind, weil wir uns halt zu diesem Versteck teleportieren wollten. Genau, und gucken, wo wir jetzt rauskommen. Sehr schön, wir müssen da irgendwo hinkommen. Oh, und Talana muss einen Zaubertrank trinken. So, Gegenstand wegwerfen, ja. Oh, und Talana sollte vielleicht den Stirnreif wieder anziehen oder das Schild in die Hand nehmen. So, schön vorsichtig, damit wir nichts überspringen. Eine Spinne. Geh weg, kleine Spinne. Zähes Biest. Okay. Na komm, das sollte ich... ein Axthieb wird erreichen. Da muss man jetzt nicht nochmal 20 Astralenergie verbrauchen. So, du kommst da nicht schnell genug ran. Du, ja. Komm schon, ein kräftiger Axthieb. 3 Trefferpunkte. Hat wohl gereicht. So. Sonst ist da nichts. Schade. Zaubertrank. Denn wir haben ja gerade 200 Dukaten gefunden. Das heißt, wir können uns 5 neue starke Zaubertränke kaufen. Das heißt, ich habe jetzt auch keine Hemmung, die jetzigen zu verballern. So. Da kommen wir in den Hauptraum. Was haben wir hier? Eine Spinne. Komm, Gwendolyn, mach das mal mit deinem vergifteten Florett. Abwarten. Na komm, du kannst schon mal in die ungefähre Richtung gehen, für den Fall, dass es nichts wird. So, abwarten. 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 Oh, komm schon, Gwendolyn. Genau. Und das ist kein ordentliches Ziel. Das ist ein ordentliches Ziel. Und komischerweise... Oh. Ein Kristall. Noch ein Kristall. Den nehmen wir mal mit. Das ist jetzt unerwartet. Müssen wir jetzt die Kristalle alle einsammeln und an die richtige Stelle bringen? Okay. Du benutzt mal das nächste Arx-Gift. So. Und wir gucken mal, ob wir in den Hauptraum zurückkommen können. Ja, können wir. Eine speergespickte Fallgrube. Autsch, autsch. Das wird gleich verbunden. Und weiter geht's. Oh, eine Truhe, noch eine Truhe. Die gucken wir uns doch mal an. Wir haben ein Preios-Amulett. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Die Roben. Gucken wir mal, ob es rote Roben sind. Und ja, es sind rote Roben. Das kann mal zu Talana, die hat noch jede Menge Gewicht über. Das ebenfalls. Sieht schon besser aus. So, was macht das Preios-Amulett? Zauber sprechen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es magisch ist. Analyse auf Preios-Amulett. So viel dazu. Es ist nicht magisch. Man kann es wahrscheinlich auch nur benutzen, wenn man es in der Hand hält. Veränderst du irgendwas? Ich sehe keine Veränderung der Werte. Aber da wir es hier in dieser Höhle gefunden haben, können wir es hier vielleicht auch gebrauchen. Das heißt, Talana behält das erstmal in der Hand. Egal, wie viel sie meckert. Hier führt eine Leiter in die Tiefe. Wollt ihr hinabsteigen oder hier bleiben? Hier bleiben. Das ist eine komische Truhe. Und es geht hier gar nicht zu dem Hauptkorridor? Oh. Das ist sehr komisch aufgebaut hier. Was haben wir hier? Noch ein Preios-Amulett. Noch mehr Roben. Ah, das werden die Roben von den Kultisten sein.
Warum auch immer die Prios-Ruben, Prios-Amulette tragen. Hat noch jemand eine Hand frei? Geht leider nicht. Nö. Oh, und die Pfeile werden langsam arg knapp. So, 9 und 9. Wollen wir da mal runtersteigen? Ich bin ja doch schon neugierig. Aber ich habe schon sehr lange nicht mehr abgespeichert, wegen den Erfahrungspunkten. Gucken wir erstmal kurz hier zu Ende. Da war der Raum, wo man rein teleportiert wird. Irgendwo hier. Genau da müsste es gewesen sein. Noch eine Fallgrube. Diesmal stürzen ungewöhnliche Kandidaten da rein. Normalerweise wischt das hier mal die erste Reihe. So. Zurück. Vorsichtig weiter. So, was haben wir hier? Wir haben einen Kultisten. Ja, piekst den mal bitte. Oh, und anscheinend haben die Kräuter aufgehört zu wirken. Oder wir haben Derek wirklich viel zu viel aufgeladen. Abwarten. Denn er hat nur 3 Bewegungspunkte. So, abwarten. Du dahin. Und piekst ihn. Nicht getroffen. Schade. Dann sorgen wir halt erstmal für ein wenig Ablenkung. So ein Rondra-Kamm und eine magische Orknase sind doch eine recht gute Ablenkung. Und jetzt piekst ihn. Na also, Dolch und Arax-Gift. Ja. Das passt doch soweit. So, Tirik. Wie schaut's mit deiner Stärke aus? Nee, die ist soweit in Ordnung. Aber viel zu viele Roben. Na gut, dann gib mal Mürren eine. Ja, schaut schon besser aus. So, Korridor. Wo führst du bloß hin? Sehr verschnörkelt alles. Oh, zum Eingang. Ja, das ist doch gut. Dann suche ich mir mal meinen Zettel raus. Hier war irgendwo diese komisch aussehende Statue. Genau du. Auch wenn das jetzt bestimmt nicht die richtige Reihenfolge ist, aber ich schreibe es mal auf. S-N-A-T-C-A-M. Snutcam. Okay. Snutcam. Oder Magtanz. Oder irgendwas anderes davon. Und dann war hier hinten noch eine Nische, wo eine Frage gestellt wurde. Die beantworte ich jetzt mal mit Kristall. Und es hat nichts gemacht. Man schreibt Kristall auch mit Doppel-L, oder? Ja. Stellen wir mal Talana mal in die erste Reihe, weil sie die ja hat. Nö, ändert nichts. Na gut. Hier sind wir irgendwo runtergefallen. Ich glaube, da war das. Dass wir gucken nochmal kurz hier an, ob wir noch irgendwo was mit den Kristallen machen können. Nö, hier ist wieder Snacktam. Springen wir jetzt runter? Also wir müssen jetzt unten in den Teleporter springen, damit wir jetzt hier wieder rauskommen, um da das einzugeben. Ja komm, das machen wir kurz. Zack. Stürzen runter. Wollen die Eier immer noch nicht verbrennen. Wollen die Höhle immer noch nicht verlassen. Wir wollen da rein. Und da kamen wir von unten durch. Also müssen wir hier nach Osten. Au. Stürzen gleich wieder in irgendwelche Fallgruben rein. Wir sollten unbedingt, bevor wir irgendwo anders hingehen, neue Wirselkräuter kaufen. Und Gullmannblätter wahrscheinlich auch. Oh, und ich sehe gerade, jetzt ist es wirklich ausgelaufen. Also, her damit.
So, Georgon auch noch. Die Elfen natürlich auch. Und Talana zu guter Letzt. So, also scharf rechts rum. Gleich wieder scharf rechts rum. Hier einmal rumlaufen und dann konnte man nach Norden durch eine Wand. Hier. Da sind wir letztes Mal wegteleportiert worden. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Gwendolyn wurde von einem Giftdorn getroffen. Oh, nicht gut. Yallen. Heilung. Hat sie minus 4. Stopp. Schnell auf Talente gehen. Zaubert. Fertigkeiten. Heilung. Clarum Purum. Minus 4. Talana hat 0. Zauber. Talana. Heilung. Clarum Purum. Gwendolyn. Misslungen. Nochmal. Heilung. Clarum Purum. Gwendolyn. Gwendolyn ist nicht länger vergiftet. Ah, gut. Weil letztes Mal ist entweder bei der Heilung irgendwas schiefgegangen und sie ist dadurch instant gestorben, oder das Gift wirkt sehr, sehr schnell. Was machen wir jetzt? Wir geben ihr erstmal ein Belmatblatt. Das schützt ja vor Vergiftung. Genau, davon isst du jetzt bitte mal eins. Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Giftdorn getroffen. Ja, du bist vergiftet, aber du bleibst jetzt auch erstmal vergiftet. Du probierst es nämlich gleich nochmal. In der Hoffnung, dass du nicht doppelt vergiftet werden kannst. Dreifach vergiftet werden kannst. Mist. Das klappt nicht. Okay, zwischendurch mal wieder heilen. Heilung, Clarum Purum, Gwendolyn. Nicht länger vergiftet. Okay. Das ist eine komische Truhe. Was für ein Schlösserknackenwert hast du? Talente? Handwerk war das. Handwerk, Schlösserknacken 8. Können wir eigentlich mehrere von den Belmont-Blättern essen? In der Hoffnung, dass es ein wenig steigert. Okay, ein zweites erlaube ich mir noch. Mehr wird wahrscheinlich unfair sein. Können wir einfach ein Bewegung Foramen? Nö. Oh. Ich habe das Geräusch gehört, dass es aufgegangen ist. Aber es passiert nichts. Das finde ich sehr skurril. Talana, Heilung, Clarum Purum, Gwendolyn. Also sie ist nicht vergiftet. Wir haben die Truhe anscheinend entschärft. Aber es ist nichts drin, sondern es kommt immer dieses knatschende Geräusch. Es könnte sein, dass das ganze Teil einfach nur eine Falle war. Dass jeder Möchtegern-Dieb sich hier hinstellt, versucht das zu knacken und dann daran stirbt. Vielleicht. Oder es ist verbuggt. Na gut, springen wir mal in den Teleporter. Wer ist der Herr über alle Spinnen? Snut, come. Wer ist der Herr über alle Spinnen? Okay, andersrum. Magtanz. Um euch herum beginnt sich alles zu drehen, als ihr von einem Teleporter an eine andere Stelle getragen werdet. Ah, also einfach nur rückwärts die Namen sprechen. Okay. Und wir kommen da raus, wo man das Kristall... also wo Kristall das Lösungswort ist. Sehr kurios, das Ganze. Wo benutze ich jetzt die Kristalle? Komisch. Na gut, wir haben immer noch hier oben den Bereich zum Erforschen und den Bereich hier vorne. Gucken wir doch erstmal hier vorne hin. Oh, sie braucht einen neuen Zaubertrank. So. Eine verschlossene Tür. Bisher waren die hier alle fast geöffnet. Da könnte der Bosskampf hinter sein, wenn es denn sowas hier gibt. Deswegen sollte ich doch jetzt langsamer speichern. So, speichern. LP 073. Und wir sehen uns gleich wieder.